Eine besondere Zeremonie für ein besonderes Auto. Und es sorgt für Aufsehen. Der VW 39 wurde damals noch von Porsche gebaut. Das Volkswagenwerk war noch im Entstehen. Der Wagen diente zur Vorbereitung auf die Serienproduktion. 14 Stück wurden gebaut, nur einer blieb erhalten. Früher wurde er von der Familie Porsche benutzt und damals gab es halt dieses Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen, Wolfsburg und Berlin. Das sind alles Standorte, die zur Vorbereitung des Volkswagenwerks und des Volkswagens halt genutzt wurden. Und in diesem Dreieck, in dieser Achse hat sich der Wagen immer bewegt und wurde halt, weil er auch so viel genutzt wurde und auch Versuche währenddessen mit ihm gefahren wurde, sogar leistungsgesteigert. Er ist also der erste Porsche mit einem frisierten Motor quasi gewesen sogar und hat sicherlich sehr viele Kilometer abgespult. Gefunden haben ihn die Museumsmacher bei einem Sammler in Hamburg. Natürlich war er, als er in den Besitz des Museums überging, nicht in diesem 1A-Zustand. Mehr als 3 Jahre hat es gedauert, dann war er komplett originalgetreu restauriert. Die Sammlung von meinem Schwager Oliver Schmidt und mir hat ja begonnen mit Porsche-Fahrzeugen und VW-Fahrzeugen. Und im Endeffekt ist das hier die perfekte Symbiose aus beidem. Also ich habe hier einen Porsche, der aber später ein Volkswagen geworden ist und der zusätzlich halt auch noch von der Familie Porsche genutzt wurde. Das ist für mich tatsächlich das Nonplusultra als Sammler. Mit dem Urkäfer konnten sich die beiden Museumsgründer einen Traum erfüllen, denn den hat sonst keiner. Davon gibt es nur noch einen, den werden wir definitiv nicht wieder hergeben. Der Käfer und viele andere beeindruckende Fahrzeuge können im Automuseum Prototyp bewundert werden. Der Weg in die Hamburger Hafen City lohnt sich auf jeden Fall.